So, da wären wir wieder. Und schön, dass ihr da geblieben seid und nicht schreiend weggelaufen seid. Hier seht ihr jetzt, wie es normalerweise aussehen würde. Also vorher stand hier Continue Play, weil ich schon eine Welt vorbereitet hatte in der letzten Folge. Jetzt generieren wir unsere eigene. Wir können also entweder hier auf Create New World klicken oder das Ganze noch etwas ausgefeilter bearbeiten. Also hier hat man nachher sechs verschiedene Auswahlmöglichkeiten mit Schiebreglern quasi. Hier könnten wir jetzt genau einstellen, wie viel Prozente der Oberfläche Wüsten sind, wie viel Vulkane es gibt, wie hoch der Meeresspiegel ist. Lauter so eine kleinen Details, wo man tierisch viel falsch machen kann, sodass eine Welt entsteht, auf der man nicht spielen kann. Also diese zweite Option solltet ihr echt nur benutzen, wenn ihr das Spiel schon ein bisschen genauer kennt. Und wenn ihr die ganzen Informationen darüber im Wiki gelesen habt. Also jetzt eine neue Welt. Enter. Ja, das ist nur eine Alpha-Version, es kann zu Bugs kommen. Zack. Und hier haben wir jetzt unsere Auswahlmöglichkeiten. Der erste Punkt ist die Größe der Welt. Je größer die Welt, desto mehr Platz hat man, um eine schöne Stätte zu finden. Desto länger dauert aber auch das Berechnen, denn die ganze Welt wird jetzt von dem Computer generiert. Also Flüsse, Seen, Gebirge, Städte, Türme, alles Mögliche. Das dauert halt eine ganze Weile. Deswegen nehme ich jetzt erstmal Small. Das nächste ist die Geschichte der Welt. Also einmal haben wir die Größe und jetzt die Geschichte. Je länger die Geschichte ist, wiederum desto mehr Rechenkapazität und Dauer braucht das Ganze. Denn es wird auch berechnet, wer gegen wen Krieg führt, wer wen ermordet hat, wer wen vergewaltigt hat, wer wessen Stadt übernommen hat und so weiter. Das ist echt super detailgetreu. Das lassen wir deswegen erstmal auf Short, damit es nicht allzu lange dauert. Und auch nicht zu unübersichtlich wird. Anzahl der Zivilisationen kann ruhig so bleiben, denn wir hätten schon gerne wenigstens die Zwerge, die Menschen, die Elfen und die Goblins. Und da auch nur so ein, zwei verschiedene Gruppen von. Dann haben wir als nächstes Maximum Number of Sites. Also wie viele Stellen es gibt, wo sich Dörfer und dergleichen ansiedeln können. Lassen wir einfach auch auf Medium. Number of Beasts. Beasts sind spezielle Gegner, die ab und an mal einfach so vorbeischauen. Und dann angreifen, die können recht unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das heißt, wenn man sich einigermaßen in dem Spiel auskennt, will man das normalerweise auf sehr hoch haben, damit man auch an etwas seltenere Ressourcen rankommt, wie zum Beispiel Dämonenhörner oder Drachenknochen oder was auch immer. Aber jetzt für unser erstes Tutorial-Let's Play lasse ich das mal auf Low, dass wir vielleicht einen sehen, wenn wir Glück haben. Der nächste Punkt, Natural Savagery, ist, wie wild bzw. wie gefährlich die Umgebung ist. Also ob man jetzt von Schmetterlingen und Einhörnern umgeben ist oder von Säbelzahntigern und Mammuts, das nehmen wir jetzt auch erstmal auf Low. Der letzte Punkt ist schon fast Cheaten. Damit kann man nämlich einstellen, wie viel Mineralien und Erze im Boden denn zu finden sind. Das lasse ich meistens auf Sparse oder Rare. Denn ich finde es einfach nur albern, wenn man bei jedem Spatenschicht gleich Eisen oder Kupfer oder sonst irgendwas findet. Also, wir haben jetzt unsere Standardeinstellungen, die für unser erstes Spiel erstmal reichen sollen, und drücken dann einfach Y. Jetzt sehen wir jetzt hier schon die Weltkarte und die ist auch schon fast fertig. Man sieht noch so ab und an kleine Sachen hier hochpoppen, wie die Wege hier hinten. Diese kleinen Figuren sind Zwergenstädte oder allgemein, glaube ich, Städte. Und hier links sehen wir die Jahre durchtickern und wie viele historische Figuren momentan leben und wie viele schon gestorben sind. Also historische Figuren sind jetzt Zwergen, Elfen, Goblins und was weiß ich. So, und jetzt ist es durch. Wir leben im Jahre 125 in einem goldenen Zeitalter. Das ist auch noch ein Punkt, was die Geschichte betrifft. Wenn man jetzt die Geschichte zu lange durchlaufen lässt, dann verändern sich die Zeitalter und gewisse Kreaturen sterben aus, kann man also nicht mehr treffen. Gewisse Rassen können auch irgendwann aussterben. Wenn man Pech hat, ist es die Zwergenrasse und man kann gar nicht mehr spielen. Oder man hat keine Zwerge mehr, mit denen man Handel treiben kann. Also da muss man echt vorsichtig sein. Deswegen ist so eine kurze Zeit mit am praktischsten. So leben zwar noch alle Bestien, aber es leben wenigstens auch die anderen Rassen, mit denen man Handel treiben will. So, das ist jetzt die Weltkarte. Die ist auch realistisch erstellt. Also wir haben hier unten unseren einen Pol. Wir haben dann eine Wüste hier oben. Okay, das macht nicht wirklich viel Sinn, auf der einen Seite eine Wüste und auf der anderen Seite eine Eisfläche zu haben. Aber ansonsten ist es recht realistisch gestaltet. Also auch, dass wenn man hier oben im Gebirge irgendwo einen Fluss hat, dass er dann runterfließt und bis zum Meer durchkommt, das ist schon recht cool gemacht.
es ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas unübersichtlich für euch, weil ihr nicht genau wisst, was welche Symbole sind. Aber man kann das einfach so auf sich wirken lassen. Zum Beispiel das Graue ist einigermaßen verständlich, dass es ein Gebirge ist. Das Gelbe halt eine Savanne oder eine Wüste. Die Bäume sind halt richtige Wälder und die anderen grünen Sachen sind halt auch irgendwelche Pflanzen. Also eine Gegend, wo man sich gut ansiedeln könnte. Aber ich greife schon wieder vor. Wir drücken jetzt einmal Enter für Accept. Jetzt lädt er noch ein paar Sachen aus dem Puffer raus und dann können wir uns eine Stelle suchen, wo wir denn unser Fort bauen wollen. Also unsere Festung. Wie gesagt, es muss nicht immer eine richtige Festung sein. Es könnte auch einfach ein Fischerdorf sein, das wir aufbauen oder eine Burg oder ein Turm oder einfach nur ein Loch im Boden. Aber ich nenne es einfach immer mal unsere Festung. So. Welt wird abgespeichert. Und jetzt haben wir hier unser Start Playing. Da drücken wir Enter. Jetzt haben wir drei verschiedene Spielmodi, wobei für mich der oberste der wichtigste ist. Da kann man nämlich seine Festung bauen. In dem zweiten Spielmodi spielt man nicht eine ganze Festung und hunderte von Zwergen, sondern man spielt nur einen einzigen Zwerg, Mensch oder Elf. Und der erkundet dann die Welt und kann dann gegen die Bestien alleine kämpfen und so weiter. Das ist ein bisschen so gehalten wie ein Roguelike, falls ihr diese Spielart kennt. Also man hat nur ein Leben, es ist alles textbasierend um einen herum. Also es ist nicht Text, den man lesen muss, sondern halt wie auf der Weltkarte eben auch. Ein T ist ein Baum, ein B ist ein kleiner Gebüsch und so weiter. Aber wir haben ja das Grafikpack installiert. Trotzdem ist es halt recht einfach gehalten. Die Grafik jedenfalls. Alles andere ist immer noch sehr kompliziert. Also als einzelner Zwerg hat man trotzdem noch seine verschiedenen Körperteile, die abgehackt werden können. Man kann Sachen werfen an bestimmte Körperzonen. Man kann, wenn man mit der Axt jemanden trifft, nur die Haut einritzen oder durchs Fett durchschneiden oder durch die Knochen. Das ist alles sehr detailgetreu aufgebaut und ultra realistisch. Also auch wenn man zu tief runterfällt, kriegt man Sturzschaden. Man kann sich dann die Knöchel verstauchen. Wenn man die Knöchel verstaucht hat, kommt man langsamer voran, kann schlechter schleichen. Es ist halt echt eine super Simulation. Aber das hat man in allen Spielmodi. So, der letzte Punkt ist Legends. Das ist kein wirklicher Spielmodi, sondern eher so eine Art Nachschlagwerk. Da kann man sich angucken, bei der Welt, die wir jetzt gerade geladen haben. Die nennt sich Sadasran und ist Region 1. Da können wir jetzt nachgucken, was in der Geschichte bisher passiert ist. Also wer wann wo an der Macht war, wer von wem umgebracht wurde und so weiter. Also es ist ein richtig gutes Nachschlagewerk und jede Menge Hintergrundinformationen zu unserer Welt, die auch zufällig generiert wurde. Aber wir wollen den Dwarf Fortress Modus spielen. Also wieder Enter. Und jetzt sehen wir gleich die Weltkarte an sich. Nämlich hier rechts ist unsere Welt, die komplette Welt. Und hier ist jetzt etwas näher rangezoomt die Region, wo wir uns gerade aufhalten. Also wenn wir dann weiter nach links scrollen, dann sieht man, hier sind jetzt nur 5-6 Felder gegangen, aber hier ist er schon richtig weit. Weil es halt immer nur ein Ausschnitt aus der Weltkarte ist. Und hier ganz oben sieht man dann den lokalen Ausschnitt. Also aber hier auf der Weltkarte sieht man noch nicht mal Land. Wenn man näher ranzoomt in die Region, sieht man hier schon das Landzipfelchen. Und hier sieht man jetzt das Landzipfelchen und in dem Landzipfelchen ist noch so ein Fluss. Es ist halt sehr groß, die Welt. Wir werden aber nur in einem 4x4 Felder großen Bereich sein, jedenfalls hier in einem Ausschnitt. Die Spielfläche später ist wesentlich größer, wie ihr gesehen habt. Aber in der ersten Folge, das Spielfeld, was man gesehen hat, war auch nur diese 4x4 Felder. Also was hier 4x4 Felder groß ist, ist nachher im Spiel so groß wie das, was ihr in der ersten Folge gesehen habt. So, das dazu. Jetzt haben wir hier einen Tab. Da sieht man den Namen von der Umgebung, die Temperatur, die Dichte der Bäume, die andere Vegetation, also Pflanzen und das Tierleben. Und noch hier ein paar andere Punkte, aber wir gehen alle Schritt für Schritt durch. Ich suche mir jetzt erstmal eine Stelle, die einigermaßen gut klingt. Klingt in Anführungszeichen. Da ist schon was gebaut. Und ja, hier merkt man recht schnell, da sowas kann recht lange dauern, eine ordentliche Stelle zu finden. Ich weiß, ich habe früher teilweise Stunden damit verbracht, einfach nur eine gute Stelle zu finden. Aber das hier sieht einigermaßen gut aus. Der erste Punkt ist Temperatur. Die ist in diesem Feld warm. Warm ist an sich nicht so gut. Denn dadurch können Tümpel, die überall auftreten, also jedenfalls in jedem Waldgebiet, die können einfach austrocknen. Und dann hat man ein Problem, wenn Zwerge krank werden. Denn im Normalfall trinken Zwerge Alkohol und kein Wasser. Wenn sie keinen Alkohol bekommen, werden sie erstmal richtig grumpig
Und sie arbeiten wesentlich langsamer. Also der Alkohol sollte nie versiegen. Der hat auch keine negativen Auswirkungen, keine Bange. Zwerge sind da abgehärtet. Also das Wasser ist echt nur dazu da, entweder Fische zu fangen oder im Notfall, wenn jemand krank ist, den damit zu bewässern quasi. Also ihm was zu trinken zu geben. Das heißt, man braucht im Notfall wirklich Wasser. Und wenn man keinen direkten Fluss als Anbindung hat und die ganzen Tümpel ausgetrocknet sind, dann hat man echt ein Problem. Und daran kann auch ein Fort zugrunde gehen. Also der Punkt ist wichtig. Es gibt da halt warm, richtig heiß. Ich kann ein bisschen weiter hochscrollen. Was ist denn heiß? Es wird schon rot. Und es gibt dann noch eine Stufe härter. Scorching. Da ist dann wirklich kein Wasser mehr auf der Oberfläche. Außer man ist direkt bei einem Fluss. Und ich glaube sogar die Zwerge selber nehmen Schaden, wenn sie zu lange draußen leben. Das andere Extrem gibt es natürlich auch. Die gehen weiter runter. Jetzt kommt Temperate. Das ist eigentlich das Beste. Danach kommt kalt. Da frieren dann die Flüsse ein und tauen nur vielleicht im Sommer mal ganz kurz auf. Und die nächste Stufe ist dann Freezing. Da ist alles Wasser durchgehend gefroren und man kommt auch nicht an die Flüssigkeit ran. Außer man kriegt es irgendwie hin, das Wasser zu schmelzen. Durch einen Vulkan oder dergleichen zum Beispiel. Oder einfach nur Lava von der Erdkruste ganz unten hochzupumpen bis an die oberste Schicht und dann damit das Eis zu schmelzen. Und ja, sowas geht. Aber wir wollen erstmal zurück zu unserem Punkt, den ich hier rausgesucht hatte. Oh, wo war der? Der war im Warm, aber Warm ist eigentlich nicht so gut. Also gucke ich mal lieber nach dem Temperate. Temperate, aber hier ist kein Wald. Das ist nämlich der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, wie dicht die Bäume sind. Und Bäume bedeutet gleich, dass man Holz hat zum Holzhacken. Und Holz braucht man für sehr viele Dinge. Also für Betten, für Türen, für Truhen, für Rüstungsständer und alles Mögliche. Also man sollte immer schön viel Holz in der Nähe haben. Hier ist ein Meer. In einem Meer sollten wir nicht anfangen. Oh, da oben könnte was sein. Scrollen wir wieder hoch. Und es ist warm. Ja, ich hätte vielleicht eine größere Welt wirklich machen sollen. Und hier oben ist es heiß, das können wir knicken. Ja, na gut, erkläre ich jetzt ein bisschen weiter. Der nächste Punkt ist Vegetation, also andere Pflanzen. Das heißt, Sachen, die man abbauen kann, um kurzfristig was zu essen zu haben. Das sind also halt Beeren auf Büschen oder Äpfel an irgendwelchen Bäumen, solche Sachen. Das sollte auch vorhanden sein. Es ist nicht wirklich so wichtig, da man recht schnell Farmen aufbauen kann. Aber es ist praktisch, es zu haben. Also sollte denn irgendwo mal stehen, keine Vegetation, dann solltet ihr die Gegend meiden. Zum Beispiel hier oben ist nur moderate, also fast gar keine. So, der nächste Punkt ist Surroundings. Surroundings ist die Fauna, also was für Tiere in der Umgebung sind. Und da gibt es auch recht außergewöhnliche Sachen. Wie zum Beispiel hier in diesem lilanen Bereich ist das Sinister. Das heißt, wenn du in einem normalen Wald, der calm ist zum Beispiel, also ruhig, wenn du da Ziegen hast und Eichhörnchen, dann hast du hier im Sinister-Bereich auch Ziegen und Eichhörnchen, aber das sind dann halt Zombie-Ziegen und Geister-Eichhörnchen, die einen auch sofort auf Sicht angreifen. Also da sollte man auch unbedingt darauf achten, dass es nicht irgendwas Gefährliches ist. Gefährlich sind auch Sachen meistens, die so farblich negativ herausstechen, wie halt rot und lila. Weil das ist ja alles farblich ganz gut kodiert. Also Grüntöne sind immer gut, alles andere ist eigentlich schlecht. So, danach kommen wir jetzt noch zu diesen Punkten hier unten, die sich auch immer fleißig verändert haben, während ich hier durchgescrollt bin. Das heißt, welche Gesteinsschichten unter einem sind. Und da die Festungen ja meistens in den Boden reingebaut werden, ist es wichtig zu wissen, was unter einem ist. Vor allem auch, was unter einem ist an Edelmetallen und Aquifer. Aquifer ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt, den will man eigentlich nicht haben. Denn Aquifer sind Schichten, in denen Wasser vorherrscht. Das heißt, man kann dann nicht einfach so durch sie durchbuddeln, weil sobald man buddelt, sprudelt das Wasser ein bisschen nach oben. Und man kommt dann nicht so einfach durch, außer man setzt Pumpen ein. Ein anderer negativer Effekt von denen ist, wenn man denn mal irgendwann um die rumkommt und aus Versehen nach oben in so eine Aquifer-Schicht reinbuddelt, dann kann es sein, oder dann passiert es auf jeden Fall, dass das Wasser von oben runterströmt und in die Festung rein und so die ganze Festung geflutet werden kann. Wodurch dann auch alle Zwerge ertrinken und alles unzugänglich wird und man einfach nur stirbt. Was ja nicht so schön ist.
Also sollte man Aquifer vor allem am Anfang vermeiden. Später ist es eine schöne Herausforderung, aber für den Anfang nichts Gutes. Die anderen Schichten haben wir hier zum Beispiel oben eine Lehmschicht. Lehm kann man benutzen, um Tonwaren herzustellen, also Töpfe und Teller und dergleichen. Danach kommt Muttererde. Die ist in diesem Fall sehr tief, also very deep. Und das ist sehr gut. Denn nur in diesen Schichten kann man auch Farmen anlegen, ohne größere Probleme. Wenn man diese Schicht nicht hätte, also sofort auf Gesteinsschichten trifft zum Beispiel, dann müsste man den Boden erst bewässern. Das heißt, man müsste den Aquädukte anlegen oder das Wasser per Eimer da erstmal hintragen, den Boden bewässern und so ein bisschen brauchbar machen. Deswegen ist es vor allem als Anfänger sehr gut, hier diese Erdschicht zu haben. So, ich bin jetzt gerade hier oben gelandet, immer noch auf der Suche nach einer schönen Ecke. Das wäre eigentlich perfekt. Die Umgebung wäre ruhig, es gibt schön viel zu essen in der Nähe, es gibt jede Menge Bäume, aber es ist heiß. Und ich will heiß nicht. Obwohl, wir haben hier direkt einen Fluss. Man kann jetzt mit H, U, K und M in diesem Lokal hin und her scrollen und sich aussuchen, wo man denn genau seine Festung bauen möchte. Aber ich sehe gerade hier ist überall Aquifer. Also das verändert sich auch je nachdem, wo in dem Bereich ich gerade bin. Hier seht ihr jetzt diese 6 Markierungen. Wenn ich ein bisschen weiter hochgehe, sieht man nur noch 3. Das heißt, hier irgendwo sind nur diese 3 Schichten. Aber in den unteren beiden Feldern, wenn ich jetzt wieder runter scroll, sind die anderen. Das heißt, auf der einen Hälfte der Karte haben wir einen Aquifer, auf der anderen Hälfte nicht. Da muss man immer vorsichtig sein. Das heißt, man sollte sich auch die Umgebung genau angucken, bevor man irgendwo was setzt. Wenn ich jetzt einfach nur hier hingucke und sehe, ach, hier ist doch ganz gemütlich und nicht gucke, was da drunter und daneben ist, dann können auch böse Überraschungen auf mich warten. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal weiter. Und ich muss mich da ein bisschen zusammenreißen. Ich will jetzt ja auch keine perfekte Stelle haben, wie ich es normalerweise off-camera gerne habe. Sondern ich muss einfach eine Stelle haben, wo ich euch zeigen kann, wie das Spiel einigermaßen funktioniert. Aber hier sind überall Aquifer. Mit einem Meer wollte ich auch nicht starten. Da haben wir keine Karawanen. Ein Rocky Wasteland. Keine Bäume, keine Pflanzen. Aber die Umgebung ist ruhig. Hat trotzdem Aquifer. Diesen Aquifer kann man auch ausstellen, wenn man das Lazy Noob Pack benutzt, das ich verlinkt habe. Das habe ich jetzt nur nicht gemacht, um euch das hier einmal zu zeigen, wie es dann aussieht, damit ihr wisst, was ihr auf keinen Fall haben wollt. Aber anscheinend ist diese Welt überall mit Wasser durchzogen, was für uns natürlich ziemlich doof ist. Oh, hier sieht gut aus. Also ist wiederum heiß, aber das soll uns jetzt nicht stören. Ach, da ist wieder ein Aquifer. Aber hier oben nicht. Gut. Hier unten auch nicht. Nee, gut. Also wir haben es jetzt heiß. Dafür haben wir einen Anschluss zu dem Fluss. Das heißt, wir können so unsere Flüssigkeit bekommen, wenn wir denn mal welche brauchen. Und jetzt können wir auf Embark drücken und dann können wir unsere Zwerge auswählen, welche wir jetzt mitnehmen wollen. Denen können wir noch bestimmte Skills verpassen, Standardausrüstung mitgeben, Samen mitgeben, um die später zu züchten, Tiere mitgeben, um sie zu schlachten und zu züchten und so weiter. Das machen wir aber alles erst in der nächsten Folge. Also dann, bis gleich.